Also heute sind wir in der Schlossbrauerei zu Hohentern, quasi bei meiner Verwandtschaft, ja, daheim. Und ich begrüße den Braumeister, meinen Cousin, Antoni Rauchenegger. Ja. Und ich habe wichtige Fragen, weil manche Sachen beim Bier weiß ich nicht und das weißt du einfach besser. Schauen wir mal, ja. Schauen wir mal. Die erste Frage ist, was wird in Deutschland mehr getrunken? Ein helles oder ein Pils? Also in Deutschland wird wesentlich mehr Pils getrunken. Pils ist eigentlich die Hauptsorte. Fast 80% vom Bier wird Pils getrunken. Aber in Bayern nicht? In Bayern ist das anders. Bayern ist das ganz extra. Also da werden 60% helles Bier getrunken und so 30% Hefeweißbier und die restlichen 10 teilen sich dann auf Pils und Dunkel. Corona und so ein Schmarrn, den braucht kein Mensch. Was ist der Unterschied zwischen einem Pils und einem hellen? Also das Pils ist einmal wesentlich stärker gehopft als ein helles. Und herkommen tut das Ganze eigentlich aus der Historie. Das Pils kommt aus Pilsen und in Pilsen gibt es eigentlich ein sehr weiches Wasser. Also Tschechien, Böhmerwald, Bayerischer Wald, da gibt es sehr weiche Wässer. Und diese weichen Wässer vertragen eben viel Hopfen. Und somit haben wir eigentlich da damals schon Bier gebraut, das sehr stark gehopft ist. Früher hat es in Norddeutschland auch Helles gegeben und es ist abgelöst worden aus Pilz, oder? Genau, also früher hat es in Norddeutschland eigentlich hauptsächlich Exportbier gegeben. Das ist auch so eine Art Helles, aber ein bisschen stärker vom Alkoholgehalt. Der Unterschied zwischen Lager und Export? Gibt es nicht. Gibt es nicht, das ist das Gleiche. Also Exportbier ist eigentlich einfach ein bisschen stärker eingebraut, das ist eine Festbierqualität. Und Lagerbier, den Begriff Lager gibt es eigentlich nicht. Also gibt's es gibt ein helles Vollbier, das ist dann das bayerische Helle. Aber Lager, das gibt es eigentlich nicht. Zum Weißbier nochmal. Ein Weißbier schäumt viel mehr wie ein helles Bier. Woher kommt denn das? Kommt eigentlich daher, dass im Reinheitsgebot steht, dass man Hefeweißbier mit 50% Weizenmalzanteil brauen muss. Und das Weizen, der Weizen hat einen höheren Eiweißgehalt. Und deswegen bildet sich da mehr Schaum und der Schaum hält auch länger als beim hellen Bier. Wieder beim Thema obergärig und untergärig. Ich habe mal gehört, ein Weißbier ist obergärig, ein helles ist untergärig. Was ist denn da der Unterschied? Obergäriges Bier wird mit obergäriger Hefe gebraut und untergäriges Bier wird mit untergäriger Hefe gebraut. Was, das ist so gut, das sagt man jetzt gar nichts. Genau. Obergärige Hefe ist eigentlich, sind die Zellen ein bisschen größer und leichter und steigen deswegen während der Gärung nach oben. Und eine untergärige Hefe, die ist ein bisschen, sitzt die Zelle kleiner und ein bisschen schwerer und sitzt sie deswegen während der Gärung oder nach der Gärung am Boden unten ab. Also könnte man ein obergäriges helles und ein untergäriges Weißbier machen? Könnte man, aber bei Weißbiere zum Beispiel also gibt es eine intensivere Gärung und werden mehr Gärungsnebenprodukte gebildet, zum Beispiel Aromen und das Bier riecht und schmeckt dann zum Teil nach Banane oder nach Gewürznelke. Und untergärige Biere sind eigentlich eher klassische Biere, die eigentlich, wo man eher einen Hopfen rausriechen soll. Die Stammwürze in einem Verhältnis zum Alkoholgehalt? Der Faustregel, dass praktisch aus der Stammwürze, wenn man die Stammwürze durch 2,5 teilt, dann erhält man den Alkoholgehalt. Heißt also, bei 12,5% Stammwürze erhält man ungefähr 5% Alkoholgehalt. Genau. Ah ja, gut. Aber die Stammwürze ist eigentlich für den Bierbrauer das Wichtigste. Weil der Bierbrauer muss zum Beispiel nach der Stammwürze seine Biersteuer zahlen. Ah, genau. Wie wird ein Dunkelbier dunkel? Eigentlich ganz einfach. Das Gerstenmalz, das wird einfach bei höheren Temperaturen getrocknet, also geröstet. Und bei diesem Röstvorgang entstehen die dunklen Farben der Gerste und die gibt es dem Bier weiter. Ah ja. Beim alkoholfreien Bier haben wir immer gedacht, wie kommt denn der Alkohol aus dem Bier wieder raus? Gibt es mehrere Verfahren. Eigentlich das weitverbreiteste Verfahren ist eigentlich, dass der Alkohol verdunstet wird. Also das Bier wird unter Vakuum gesetzt, dann wird die Siedetemperatur runtergesetzt und Alkohol hat generell eine geringere Siedetemperatur als Wasser und deswegen verdunstet der Alkohol schneller als Wasser. Ultimativ letzte Frage an dich. Was ist denn das beste Bier von der ganzen Welt? Tja, dreimal magst du dann. Ja. Aber dann natürlich. Ja, aber dann natürlich. Und das trinken wir jetzt. Auf geht's. Dankeschön, Johnny. Ja, servus. Das machen wir jetzt, genau. Gut.